Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Wir sind wieder da und ich hoffe, ihr auch. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben Mittwochnacht, die Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, und das ist wie immer eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Tobias und Tobias ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Tobias. Um was geht's bei dir? Ja, Domian, ich bin Erzieher im Kinderheim. Ja. Und bin vor einem Monat in meinem Nachtdienst überfallen worden. Aha. Und da war ein ziemlich starker Raubüberfall mit Gewaltanwendung und Handfesseln. Ja. Beschreib das mal genau, was passiert ist. Ja, wir sind eine Inobhutnahmegruppe. Das heißt, wir können auch nachts Jugendliche bekommen mit der Polizei zum Beispiel. Hat um kurz vor vier geklingelt. Ich habe die Tür geöffnet und zwei maskierte Männer standen vor mir und schlugen direkt drauf, schlugen mich, fesselten mich mit Handschellen. Sofort? Ohne irgendwas Vorwarnung, zu sagen? Ja. In einem Kinderheim? Wie wahnsinnig. Ja, eigentlich ein Raum, wo man den Kindern und Jugendlichen Schutz geben soll oder bieten soll. Ja. Passiert sowas, ja. So, und dann? Ja, dann wurde ich auf den Boden geworfen, mit Handschellen gefesselt und die Täter mussten sich wohl auskennen, weil die direkt danach Taschengeld und Bekleidungsgeld gefragt haben, was im Kinderheim üblich ist. Wie viele Kinder oder Jugendliche waren denn zu dem Zeitpunkt im Haus? Circa 6 bis 7, aber war halt nachts, die haben ja geschlafen. Ja. So. Ja. Die Einbrecher oder die Täter entrissen dann meinen Schlüssel vom Büro, gingen schnurschnacks ins Büro und öffneten den Tresor und holten doch das Geld raus. Ja. Das war denen aber noch nicht genug und die wussten auch, dass wir im Betreuerschlafzimmer, das in der ersten Etage liegt, noch Geld haben. Wie viel Geld war denn in dem gerade besagten... Circa 1000 Euro. Ja. Ja. Auch nicht die Welt, aber egal. Und dann? Ja, und das war denen halt noch nicht genug und haben gesagt, gib noch mehr, sonst bringen wir einen der Kinder um. Und mir war es eigentlich nur darum gelegen, die Kinder zu schützen und nicht um Hilfe oder so zu rufen. Mhm. Die gingen dann nach oben, einer der Täter, und raubten auch das restliche Geld. Dann war die Summe ungefähr 1500 Euro. Mhm. Kam dann nochmal runter, der Größere, der mich zusammengeschlagen hat, hatte auch ein Messer dabei. Ja. Hat mein T-Shirt zerschnitten, meine Hose zerschnitten, mich mit Farbe vollgesprüht von oben bis unten. Ach. Und mich mit einer Dachlatte zusammengeschlagen dann noch. Ja. Bei dem Zerschneiden des T-Shirts und der Hose, hat er dich verletzt dabei? Nein, hat er mich nicht bei verletzt. Also das merkte man im Nachhinein, ist mir aufgefallen, dass er mich da ja auch mit hätte verletzen können. Natürlich, Das T-Shirt so nach vorne getan, um mich vielleicht nicht zu verletzen, aber natürlich hat man Todesangst. Wie, und dann hat er dich mit Farbe besprüht? Ja, mit Farbe. Woher hat er die Farbe? Eine Spraydose mitgebracht. Die hatte er auch mitgebracht? Ja, genau. Und alle Räume waren versprüht damit, das ganze Büro, der ganze Flur. Diese Leute waren für dich nicht erkennbar. Die waren so... Ja, genau. Sonnenbrille getragen, Sturmmaske an, ja. Schwarze Kleidung, nicht und erkennbar. An den Stimmen konntest du auch nichts irgendwie identifizieren, was dir bekannt war? Ja, wir haben zwei Tage vorher einen Jugendlichen aus der Gruppe rausgeworfen, sozusagen. Mhm. Und das war der Kleinere. Eventuell hat aber nicht gesprochen, nur der Größere hat gesprochen und den habe ich gar nicht identifizieren können. Verstehe. Der ganze Spuk hat wie lange gedauert? Ja, circa 20 bis 25 Minuten kam mir natürlich ewig vor. Kam dir ewig vor, weil du natürlich verständlicherweise unter Todesangst standest. Ja, genau. Mhm. Ja, und das Telefon wurde durchschnitten und im Zeitalter, wir sind im Jahr 2006 und man kann keine Hilfe rufen, das ist ganz, ganz schlimm, dieses Gefühl. Und du hattest auch kein Mobiltelefon dabei? Das war irgendwo oben, aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, das war irgendwo im Schlafzimmer. Ja. Die Kinder sind aber nicht wach geworden davon? Nein, die Kinder schlafen in der ersten Etage und das war halt im Erdgeschoss, sind davon nicht wach geworden. Ja. Was hast du dann gemacht, nachdem die weg waren? Ja, ich habe dann noch ein paar Minuten gewartet, weil ich wirklich Angst hatte, die kommen zurück. Mhm. Und habe mich mit letzter Kraft sozusagen zur Nachbargruppe mit Handschellen angeschleppt, über die Straße nachts. Und habe da geklingelt und da macht jetzt auch keiner auf. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, jetzt
stirbst gleich und keiner kann dir helfen. Ne? Die hatten dir den Mund aber nicht verbunden? Nein, den Mund hatten sie nicht verbunden. Mhm. Aber ich hatte halt einfach Angst, die kommen zurück und tun den Kindern was. Das, ja, das war meine größte Sorge. Ja, ja, und wir haben jetzt zwei Telefone und das normale Telefon haben sie zerschnitten und das Mobiltelefon, das lag irgendwo auf dem Boden. Da bin ich mit letzter Kraft rangekommen und konnte so dann die Nachbargruppe verständigen. Ah ja. Und dann, die, dann die Polizei. Kam die Polizei. Ja. Ja. Das war vor einem Monat, sagst du? Ja, das war vor circa einem Monat. Ist irgendwas mittlerweile herausgekriegt worden? Was? Ja, also ich sag jetzt mal, in meinen Augen arbeitet die Polizei etwas schlampig. Ich werde ja auch verdächtig, das vielleicht inszeniert zu haben, was für mich ganz, ganz schlimm ist. Mhm. Weil wenn ich das inszeniert hätte, dann hätte ich die Kassen aufgeschlossen und hätte mich nicht noch selbst verletzt und alles. Ja. Bin zweimal in der Woche beim Psychologen, der das alles mit mir aufarbeitet. Ja. Und das war eine ziemlich gute Hilfe, sage ich jetzt mal. Ja. Und der Psychologe hat dem Polizisten auch gesagt, dieses Trauma, was man da erlebt hat, diese Symptome, die kann man gar nicht nachspielen. Das kann nur jemand, der das erlebt hat. Mhm. Also, wenn man wirklich unschuldig ist, wiegt natürlich so ein Verdacht besonders schwer. Vor allen Dingen, wenn man dann persönlich so einen Schock und so eine Todesangst hat erleiden müssen. Ja, genau. Ja. Und es ist ja meine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich meine, ich bin jetzt auch gerade im Nachtdienst, aber wenn ich hier im Nachtdienst bin, kann ich gar nicht mehr schlafen. Also. Ich finde das so sonderbar, weil man ja normalerweise in einer solchen Einrichtung nur wirklich nicht die großen Wertgegenstände klauen kann. Mhm. Hältst du es für möglich, dass, dass das so eine Kombigeschichte war, irgend so eine Racheaktion kombiniert mit Geld auch noch eintreiben? Ja, denke ich schon. Und die Jugendlichen, die hier sind, die wissen auch, dass wir eigentlich ziemlich viel Geld, so 1.500 Euro ist ja eine Menge, in der Kasse haben, weil wir uns halt täglich selbst verpflegen und Bekleidungsgeld auch dabei ist. Und so. Stimmt, das ist eigentlich sogar für eine solche Einrichtung viel Geld. Ja. Und das weiß ein bestimmter Kreis. Ja, genau. Ja. Aber die im Haus befindlichen Jugendlichen und Kinder haben dann von der ganzen Sache nichts mitbekommen? Oder? Nein, die haben mich dann nur morgens gesehen, als die Polizei mich nach dem Verhör zurückgebracht haben. Und da war natürlich auch ein blöder Anblick da mit zerrissenen Klamotten und viel überall Farbe. Ja, und so. Ja. Weil ich bin ja eigentlich die Schutzperson gewesen und der konnte dich dann aber nicht mehr beschützen. Halt. Hast du denn direkt danach dann wieder deinen Dienst begonnen oder gab es ein paar Tage Auszeit? Ein paar Tage gab es Auszeit. Mein Team wollte eigentlich auch, dass ich länger Auszeit nehme, aber dann wäre für mich was zusammengebrochen. Aber es war ganz schwierig. Hier wurde ich gefeiert, ich konnte hier nicht über den Hof gehen, da wurde ich als Held gefeiert. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte nicht der Held sein, der die Kinder da beschützt hat, sondern einfach in Ruhe gelassen werden. Und jetzt knabber ich da natürlich noch immer dran. Ich gehe nicht mehr, wenn es dunkel ist, raus. Habt ihr denn jetzt irgendwelche besonderen Schutzmaßnahmen getroffen? Sag mal einfach nur ja oder nein, wenn du welche getroffen hast, erzähl sie nicht, man muss das ja nicht öffentlich machen. Ja, ich habe welche getroffen. Ihr habt welche getroffen, ja. Und das Schlimme daran ist halt noch, dass die Täter, die vermutet werden, auch von meinen Kollegen, und wo die Polizei sagt, das waren die zu 95%, aber der 100%ige Hinweis, der fehlt noch, noch frei rumlaufen und immer wieder provozieren, hier klingeln kommen, mich bespucken, dass ich die in der Stadt treffe und... Ich meine, ich bin 26 und der eine Täter war 16 und da laufe ich vorweg in der Stadt. Und die Polizei vermutet auch zu 95%, dass die das sind, aber haben noch keinen wirklichen Hinweis. Fehlt, keinen Hinweis. Heißt denn das im Klartext, dass der Verdacht dann wenigstens von dir jetzt weg ist? Habe ich gedacht. Ich habe dann heute noch mit meiner Anwältin gesprochen und die Staatsanwaltschaft also ermittelt auch in meine Richtung. Und das macht einen schon sehr traurig und nachdenklich. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und aber ich bin schon mal froh, dass du da in guten, offensichtlich guten psychologischen Händen bist. Ja, das bin ich. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung von dir richtig war, relativ schnell wieder in den Beruf zu gehen und nicht zu lange zu warten. Vielleicht wäre dann die Angst und die Berührung, Sorge noch viel größer geworden, wenn du noch länger gewartet hättest. Ja. Mensch, Tobias, da hast du ja wirklich was durchgestanden. Dann wünsche ich dir nur, also ich wünsche erstmal, dass natürlich die Täter gefasst werden, dass die ordentlich bestraft werden. Ja. Dass somit dann auch der Druck von dir weicht, dass du da unter Verdacht stehst. Ja, und dass ich schon wieder normal rausgehen kann. Ne? Und dass du normal rausgehen kannst. Also diese psychologische Betreuung läuft noch im Moment weiter bei dir. Läuft noch im Moment weiter, ja. Und da hast du auch ein gutes Gefühl. Habe ich ein sehr gutes Gefühl, ja. Lieber Tobias, ich hoffe, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, ist ja nun, hoffe ich mal, sehr gering. Mhm. Und ich hoffe es natürlich, dass überhaupt nie wieder was passiert. Und dass man die Täter schnell fasst, wie gesagt. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Jo, danke schön. Tschüss, Tobias. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann nur zu. Dann
ruft an oder mailt unter domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Die Stammzuschauer und Hörer können das schon nicht mehr hören, dass ich das immer sage, aber glaubt mir, ich muss es immer wieder sagen, weil die Leute vergessen das. Die sind dann so eingenommen von ihrem Thema und schreiben und schon eine Grüße und vergessen, die Nummer aufzuschreiben. Und dann ist das für uns alles kompliziert. Alice ist hier. Die Alice. Die Alice, ne? Hallo? Ja, hallo. Die Alice, ja. 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Alice. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du mich an? Ja, ich habe einen Stalker am Hals. Seit 5 Wochen. Du hast was am Hals? Ein Stalker. Ein Stalker. Also jemand, der dich belästigt, den du nicht loskriegst, seit 5 Wochen. Ja. Beschreib mal, wie dieser Mann, also geh mal davon aus, dass es ein Mann ist, wie der in Erscheinung tritt. Also ich habe ihn über Chat kennengelernt und habe ihn so ungefähr nach 1,5 Wochen getroffen. Mhm. Und er war eigentlich beim ersten Treffen sehr nett. Aber er hat mir die Luft zum Atmen genommen. 100 Anrufe am Tag, eine SMS nach der nächsten. Und beim zweiten Treffen wollte er gleich eine Beziehung mit mir aufbauen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht nach dem zweiten Treffen. Mhm. Und dann hat er mich nur noch unter Druck gesetzt. Nur 200, 300 Anrufe am Tag, eine SMS nach der nächsten. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Also ich bin schon nicht mehr ans Telefon gegangen. Nicht. Und weiß er denn, wo du wohnst? Ja. Warum weiß er das? Das weiß ich nicht. Ach, das hat er selbst rausbekommen? Ja. Dieses Treffen nach 1,5 Wochen, war das war draußen irgendwo in einem Café, in einer Kneipe? Ja. Ja. Und wie viel Mal habt ihr euch dann nochmal real getroffen? Also zweimal hatten wir uns halt so getroffen gehabt und dann eigentlich bloß noch unter Druck, ne, weil ich ihm halt loswerden wollte. Ja, aber ich wollte wissen, wie oft ihr euch real gegenüber gesessen habt. 5 Mal. 5 Mal. Und wo hat das immer stattgefunden? Also in der Stadt halt. Immer in der Stadt? Ja. Aha. So, jetzt hat er deine Adresse rausbekommen. Was hat das zur Folge, dass er deine Adresse weiß? Er droht mir, dass er hier vor der Tür steht und... Steht er aber noch nicht? Nein, er hat mich bis jetzt, also er weiß, dass ich halt mittwochs immer einen Weiberabend habe. Mhm. Und dass ich mit meiner Freundin in eine Kneipe gehe und das eine Mal hat er halt in der Kneipe gestanden. Und hat mich rausgeholt. Hat dich rausgeholt und was hat er dann gemacht? Ja, mich draußen auf der Straße zusammengebrüllt, durch die Gegend geschubst und ja. Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Ich habe zurückgebrüllt und dann wollte halt meine Freundin, ist dann aus der Kneipe raus und ist er abgehauen. Ja. Ich bin zur Polizei gegangen und Polizei hat zu mir gesagt, sie können nichts machen, solange wie nichts passiert. Ja. Dass du überhaupt dann rausgegangen bist, wundert mich, aus der Kneipe mit ihm. Ja, ich wollte es... Du wolltest es klarstellen? Ja. Mhm. Ich habe ihm eine Freundschaft angeboten, die wollte er nicht akzeptieren halt und er setzt mich nur noch unter Druck und also... Wie sieht das denn ganz aktuell aus, so zum Beispiel heute oder gestern, vorgestern, wie meldet er sich bei dir? Wie bemerkst du ihn? Also er ruft an, also ich habe andauernd seine Handynummer also auf dem Telefon und E-Mails kriege ich und also über Handy, ne? Und gut, also wenn er schon seine halt. Bitte? Er bedroht mich halt. Inwiefern bedroht er dich? Ja, momentan droht er mir, dass er mir Russen auf den Hals setzt. Aha. Wenn ich. Und wie macht er das? Indem mailt er dir das? Ja. Du darfst ja schon mal was schwarz auf weiß, mehr oder weniger schwarz auf weiß in der Hand. Ja, das habe ich Polizei gezeigt, alles auch, was er vorher geschrieben hat. Und Polizei sagt, die können nichts machen, ich müsste eine Zivilklage gegen ihn einreichen. Mhm. Überlegst du das zu tun? Also ich hoffe ja immer noch, dass er mal nachgibt, dass er es mal rafft. Aber was würde das bedeuten, wenn du eine Zivilklage anstrengst gegen ihn? Ich glaube, ja, das ist maximal, dass er mich nicht anrufen darf und denke mal nicht in meine Nähe kommen darf. Was ja schon mal ein Erfolg ist, wenn das richterlich angeordnet würde. Ja. Ne?
Ja, das Problem ist angeblich, also er hat zu mir gesagt, er arbeitet beim Arbeitsamt, der hatte meine Arbeitsamtpapiere geschrieben und ich habe halt gesagt, dass weil ich ihn aus dem Weg gehen wollte, also ich habe eine geringfügige Stelle und bin ab und zu am Arbeiten, ne? Mhm. Und ich wollte ihn aus dem Weg gehen und weil er so oft angerufen hat, er hat mir wirklich die Luft zum Atmen genommen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin auf Arbeit, ne? Und dann jetzt will er mich über das Arbeitsamt anschwärzen, ne? Damit droht er mir auch. Und wo er mich aus der Kneipe rausgezogen hat, hat er sich die Arme aufgeritzt gehabt. Er hat sein Auto in eine Leitplanke gesetzt wegen mir. Er lügt rum, er setzt mich unter Druck. Ich hatte am Anfang noch Mitleid mit ihm. Ja. Am zweiten Treffen hat er mir erzählt oder hat er mich angerufen nach dem zweiten Treffen, nachdem ich ihm eigentlich schon gesagt habe, mehr als eine Freundschaft kann ich ihm nicht anbieten. Dass sein Vater gestorben ist, da hatte ich Mitleid, das kam raus, dass es nicht so ist. Ja, dann ich hat glaube, er mir erzählt, dass er Krebs hat und ich weiß nicht mehr, wie ich noch den... Also, das ist ja wirklich ein leidliches Thema, diese Belästigungsgeschichten, weil, wie du es ja nur auch von der Polizei erfahren hast, man noch... Es gibt zwar Gesetzesinitiativen und Entwürfe, aber das ist noch nicht durch. Man kann eben noch nichts machen. Ja. Aber soweit ich weiß, ist wahrscheinlich das Klügste immer, auf solche Leute überhaupt nicht zu reagieren. Die konsequent und komplett zu ignorieren. Was diese Zivilklage anbelangt, das ist natürlich jetzt eine Frage, die ich dir so auch nicht beantworten kann, ob das jetzt in dieser Phase schon klug oder richtig wäre. Ich möchte jetzt dieses Gespräch weitergeben quasi an meinen Psychologen. Und der wiederum wird dir unter anderem auch noch eine Telefonnummer vom Weißen Ring geben. Sagt dir das was? Nein. Weißer Ring ist eine Opferhilfsorganisation mit extrem gutem Ruf und es ist sicher in deinem Fall auch sehr nützlich, da mal anzurufen und dich mit den Leuten, die sich wirklich in dieser Thematik auskennen, ein paar Worte zu sprechen. Ja, dann machen wir es so, liebe Alice, du legst auf und mein Psychologe, der ruft dich an und dann könnt ihr alles weitere regeln. Ja, okay, danke. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Ja, tschüss. An dieser Stelle Hinweis auf morgen. Ihr Lieben, morgen sind wir nicht hier, weil in NRW Feiertag ist. Da fällt die Sendung aus. Wir sehen und hören uns dann wieder erst wieder in der Nacht von Freitag auf Samstag in dieser Woche. Hier ist die Carina und Carina ist 24 Jahre alt. Hallo Carina. Hallo Domian. Hallo Carina. Um was geht's bei dir? Ja, also wie gesagt, ich bin 24. Ich habe letztes Jahr im September eine kaufmännische Handelsschule angefangen, weil ich meinen Realschulabschluss nachmachen möchte. Und habe unheimlich Probleme mit den Leuten in der Klasse. Warum? Du hast letztes Jahr angefangen. Also, ja. Das heißt, du bist ja schon ein Jahr dabei und diese Handelsschulen dauern doch in der Regel 2 Jahre. Genau. Ne? Ja. Also, Halbzeit. Was für Probleme hast du? Ich werde gemobbt. Was heißt das? Ich werde extrem beleidigt, belästigt, beklaut, mit Sachen geworfen, ausgelacht, weil ich auch übergewichtig bin. Ich bin die Älteste in der Klasse. Sind alle so zwischen 16 und 19, ne? Ja, stimmt, da bist du mit 24 schon ungewöhnlich, das Alter für eine normale Handelsschule. Wie kommt das, dass du jetzt erst da reingegangen bist? Also ich bin viel umgezogen und habe bisher auch irgendwie nicht wirklich so den Drall dazu gehabt, zu sagen, ich mache jetzt einen besseren Schulabschluss, ne? Hat mich aber halt eben der Ehrgeiz gepackt und ich bin auch relativ gut in der Schule. Ja, ach, das heißt, trotz aller Belästigungen hast du es doch gut im Griff, schulisch alles? Ja, nur es ist einfach, ich gehe morgens mit Magenschmerzen in die Schule, weil es so heftig ist. Und manchmal ist es so übel, dass ich früher nach Hause gehen muss, weil es einfach nicht mehr geht. Sind das denn alle Leute um dich herum oder gibt es auch Leute, die zu dir halten? Es gibt so 1-2 Leute, die wirklich dann hinter mir stehen, aber trauen sich dann auch nichts zu sagen, weißt du? Das sind dann selber so, die vielleicht auch ausgelacht werden oder... War das direkt mit Beginn der Schulzeit schon so, voriges Jahr? Ja. Also quasi von heute auf morgen? Ich kam in die Klasse, da wurde ich schon blöd angeguckt, ne? Das Problem bei mir in der Klasse ist auch noch, dass die Leute schlank sind, alle der Reihe durch. Und ich eben übergewichtig bin und... Wie viel wiegst du denn?
Also im dreistelligen Bereich. Also im dreistelligen Bereich. Mhm. Ja. 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 Ich meine, ich mache viel Sport, aber hexen kann ich auch nicht. Nee, also das heißt, vom ersten Tag an hast du dich ja unwohl gefühlt. Ja. Vom ersten Tag an gab es gleich hämische Bemerkungen und Spott und sowas. Gerade am Anfang, wie du es so geschildert hast, hörte sich das für mich auch so an, als wäre es sehr, also du sagst auch sehr beleidigende und sehr, sehr böse oder bedrohende Äußerungen auch. Ja, also zum Beispiel, ne, fette Sau oder die Erde bebt wieder oder ich hau die Gläser eine rein und... Gab es das schon mal, gab es schon mal gewalttätige Übergriffe? Es hat mal jemand mit dem Besen nach mir geschmissen, ja. Mhm. Also seit einem Jahr quasi isoliert in der Klasse, keine Freunde, kann man so sagen? Eine Freundin, aber die wird selber irgendwas fertig gemacht. Mhm. Und schlimme Situation. Wenn ich mir das vorstelle, wenn ich in meine Schulzeit zurückdenke und mir vorstelle, dass fast alle gegen mich gewesen wären, ist das ein Grauen und Respekt, dass du es so lange schon durchhältst. Ja. Und auch noch dann mit guten Leistungen. Das ist ja schon erstaunlich. Kriegen die Lehrer das auch mit? Ja, größtenteils ja. Wie reagieren die denn da drauf? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Wie, die nehmen das so hin? Ja. Na, was ist denn das für eine Schule? Na, sag ja, bitte nicht den Namen jetzt, aber wo sind wir denn? Also die pfeifen die anderen nicht zur Ordnung und dass die sich zurückhalten sollen? Gar nicht. Also es gibt, also unsere Englischlehrerin, die droht dann manchmal, ne, wenn es jetzt nicht besser wird, dann gibt es einen Klassenbucheintrag. Aber letzten Endes machen tut es sowieso nicht. Mhm. Das heißt, die anderen Mitschüler behandeln dich so schlecht auch in Anwesenheit von Lehrern? Ja. Aber wie geht denn das mitten im Unterricht? Rufen die dann zu dir auch Schimpfwörter rüber? Also im Unterricht sind es dann meistens irgendwie, dass sie mich mit irgendwas bewerfen oder die Leute, die hinter mir sitzen, die haben es natürlich leichter, die können es dann auch leise sagen oder so, ne? Mhm. Aber im Sport ist es zum Beispiel sehr übel. Mhm. Mhm. Gibt es denn... Ich finde in so Situationen immer so eine wichtige Frage, gibt es im Lehrerkollegium eine Person, die du toll findest, die du sehr vertraust? Ich war bei unserem Vertrauenslehrer und ja, hat gesagt, er würde was machen, ist aber nichts passiert. Wie oft warst du da? Also bei der Vertrauenslehrerin, es gibt zwei bei uns in der Schule. Bei ihr war ich glaube, 3 Monate lang einmal in der Woche. Ach so. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Wie hat die Frau reagiert darauf? Ja, sie hat, ich weiß nicht. Glaubt sie dir das, sofern sie das nicht selbst mitbekommt? Ja. Was hat sie dir denn versprochen, was sie unternimmt? Sie hat versprochen, sie wird mit meinem Klassenlehrer sprechen, sie wird mit dem Kollegium sprechen, aber... Ja. Ist nichts draus geworden? Hast du denn dann das Gespräch mal mit deinem Klassenlehrer gesucht? Mehrmals. Und das nutzt auch nichts? Nee. Hast du mit dem Direktor mal gesprochen? Nee. Ja, weißt du, irgendwann muss man in die höheren Instanzen gehen, wenn überhaupt nichts nutzt. In der Regel ist das gar nicht so schlecht. Weil, und wenn es darauf hinausläuft, dass es eine Beschwerde an den Schulrat gibt oder an noch höher geordnete Instanzen, dann bewegen vielleicht die Herren Kollegen auch mal ein bisschen ihren Allerwertesten. Denn das geht ja nicht an, dass da ein Mensch aufgrund dessen, dass er dick ist, so fertig gemacht wird. Und vor allen Dingen, wenn die das alle wissen und dann auch nichts dagegen tun. Ich bin ich verstehe es nicht. Ja, ich auch nicht. Ist es so schlimm, dass du schon darüber nachgedacht hast, die Schule abzubrechen? Ja. Also was natürlich auch sehr schwierig ist, weil an anderen Schulen ist es schwierig, noch was zu kriegen. Ne? Ja. Ja, und ich finde das ja auch toll, wenn du das jetzt auf diesem Weg dann machst, dass du dich weiterqualifizierst und dann hast du dann einen realschuladäquaten Abschluss und kannst natürlich noch mehr machen, als du vorher gemacht hast, ganz klar. Ich war zum Beispiel halt auch 3 Monate krank, ich hatte eine schwere Lungenentzündung, habe im Krankenhaus gelegen und dann hieß es halt erst, ja, nach der langen Fehlzeit
kannst du erstmal nicht in die Schule zurückkommen, erst im Sommer wieder musst du neu einsteigen. Mhm. Und dann hat sich die Sozialarbeiterin vom Krankenhaus drum gekümmert und dann hieß es, okay, du kannst zurückkommen, musst es ja aber wahrscheinlich nochmal machen. Mhm. Weil die alle gesagt haben, das schaffst du nicht, die drei Monate mal eben nachzuholen. Mhm. Und ich habe es geschafft. Super, Gratulation. Ich kriege einen Durchschnitt von 2,8. Na, ist doch super. Ist das so? Also dann muss ich dir aber auch sagen, dass du auch doch eine zähe junge Frau bist. Wenn du so viel Anfeindung aushältst und dann noch 3 Monate krank warst und es trotzdem auf die Reihe kriegst, ist das aber schon mal eine tolle Leistung. Dickes Kompliment von mir. Danke. Dickes Kompliment von mir. Und das möchte ich auch damit verbinden mit der Aufforderung, lass dich nicht unterkriegen von diesen Hirnis. Lass dich nicht unterkriegen. Kämpf das aus. Es ist dann auch nur noch ein Jahr. Was man da noch kämpfen könnte, was man da noch machen könnte, überlegen wir jetzt mal im Hintergrund hier bei uns, wie wir dir vielleicht ein bisschen da noch mit einem klugen Ratschlag zur Seite stehen können, okay? Mhm. Dann legst du mal auf und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar? Okay. Okay, liebe Carina, alles Gute. Danke fürs Gespräch. Jo, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Morgen sind wir nicht da, morgen ist Feiertag und nächste Woche ist dann unsere letzte Woche vor unserer diesjährigen Sommerpause. Hier ist Elvira und Elvira ist 26. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Elvira. Hallo. Was ist dein Thema? Schön, deine Stimme zu hören. Dankeschön, das gebe ich zurück. Ja. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen Freund. Um deinen Freund. Mhm. Was ist denn da los? Also wir sind seit knapp einem Jahr zusammen. Wir kennen uns schon was länger. Mhm. Also seit 6 Jahren und hatten eine Zeit lang Funkstille zwischendurch. Und dann hat er sich aber bei mir gemeldet. Wir hatten vorher keine Beziehung. Mhm. Und ja, dann, als ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe, habe ich mich total in ihn verliebt. Und dann hat sich halt eben rausgestellt, nachdem wir drei Monate zusammen waren, dass er immer noch mit seiner alten Freundin zusammen wohnt und zusammen ist. Also nicht nur zusammen wohnt, was ja noch vielleicht okay gewesen wäre, aber noch immer zusammen ist. Ja gut, er sagt von sich aus, dass da nichts mehr läuft und dass da auch keine Beziehung mehr wäre in dem Sinne. Ja. Aber sie weiß halt eben nichts von mir. Ach so. Also das ist nach 3 Monaten rausgekommen. Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, wir sind natürlich immer noch zusammen. Also wir treffen uns am Wochenende und gelegentlich in der Woche mal. Wohnt er denn immer noch bei ihr? Ja. Er wohnt immer noch bei ihr? Mhm. Und sie weiß immer noch nicht, dass es dich gibt? Ja, ganz genau. Also es ist halt eben für mich ein bisschen komisch, weil... Das heißt, du kannst ihn auch nie bei sich zu Hause besuchen? Nein. Weil sie da ist? Ja, ganz genau. Was ist denn das für eine Flasche, dein Freund? Ja. Muss ich mal so sagen. Also wenn wir uns am Wochenende sehen und oder in der Woche halt eben auch, das ist immer sehr schön und wir verstehen uns auch wirklich hervorragend. Und wir bauen auch eine Zukunft auf, also vielmehr wir planen Zukunft und was da so alles drum und dran ist, aber halt eben irgendwie... Ist er feige und sagt es nur nicht? Oder ist er jemand, der auf 2 Hochzeiten tanzt? Also er sagt, es wäre problematisch für ihn, da einfach auszuziehen und da würde so viel dranhängen und er müsste halt eben das Ganze durchplanen und das könnte nicht von heute auf morgen passieren. Von heute auf morgen soll es ja auch nicht passieren. Mittlerweile ist ja schon ein Jahr vergangen. Ja. Glaubst du, dass da nichts mehr läuft zwischen den beiden? Das ist die wichtige Frage. Ich weiß es nicht. Also einerseits glaube ich ihm, also das, was er mir sagt, aber ich bin halt eben auch nicht so total doof. Warum? Ja. Ja, und irgendwie, wenn ich seine Freundin wäre, und ich wüsste, also wir hätten für meine Begriffe eine Beziehung miteinander, dann würde ich mich ja fragen, wo er am Wochenende ist. Mhm. Und ich würde auch fragen, ja, es könnte sein, dass er ein sehr virtuoser Lügner ist. Ich frage es, ich weiß es nicht. Warum ist es denn angeblich kompliziert für ihn, da auszuziehen? Ja, ich weiß es nicht. Also er sagt, da würde halt eben, er hätte so viele Sachen und... Aber weißt du, das stinkt doch hinten und vorne. Wenn die beiden nicht mehr zusammen wären, kann ja sein, dass sie ein Abkommen geschlossen haben, okay, wir sind nicht mehr zusammen, aber wir wohnen noch zusammen, tolle Wohnung, weiß ich, dann könnte
er ja auch sagen, dass er mit dir zusammen ist. Dann könntest du da auch mal hinfahren und ihn besuchen. Ja, das habe ich mir halt eben auch schon überlegt. Aber also einerseits sind da die Zweifel, wenn ich alleine bin, wenn er nicht bei mir ist. Hm. Und wenn er dann hier ist bei mir, dann ist es wieder andersrum so, dass er mir so sehr zeigt, dass er mich liebt und dass wir uns so gut verstehen. Das mag ja sein, dass er dich auch sehr liebt und dass er bei dir aufblüht. Aber das heißt noch lange nicht, dass er da irgendwie nicht Dreck am Stecken hat. Und für mich klingt das so. Da ist etwas faul. Irgendwas ist da nicht in Ordnung. Entweder hat er mit dir noch eine Beziehung. Mhm. Oder aber er ist wirklich so ein Feigling, dass die vielleicht keine Beziehung mehr miteinander haben, aber er das irgendwie so offen lässt mit der Ex und ihr, der Ex, das nicht antun will, dass da eine neue Freundin ist. Das wäre wiederum aber auch illoyal dir gegenüber. Ja, ich habe halt eben auch schon überlegt, ob das nicht vielleicht irgendwie so ist, dass er sich erst richtig sicher sein möchte mit mir, ob das auch passt und erst dann da ausziehen möchte, wenn er sich da hundertprozentig sicher ist. Ja. Aber also ich habe auch gesagt, ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie 2 Jahre zu warten oder 3 Jahre zu warten. Also ich finde, das ist jetzt, was du da gewartet hast, schon dicke über die Zeit. Mhm. Und ich finde, dass du wirklich, dass alles recht auf deiner Seite ist, da jetzt mal klare Verhältnisse zu sehen zu wollen. Ja, was ist da los? So viel Angst, ihn zu verlieren, weil ich froh bin, dass ich endlich mal wieder so fühle und dass ich endlich mal wieder verliebt bin. Ja, aber es wäre noch viel schöner, wenn das alles klar wäre, was da zurückkommt. Das ist ja nicht klar. Du bist ja gar nicht, du kannst ja gar nicht dein Glück genießen, weil da immer so Fragezeichen sind. Ja. Ne? Das stimmt schon. Ja. Und wenn er wirklich zu dir stehen würde, dann wäre doch das Normalste von der Welt, dass er dir all deine Zweifel wegnehme. Indem er sagen würde, komm Elvira, komm zu uns nach Hause, ist kein Problem. Oder er würde sagen, okay, ich habe mich entschieden, ich ziehe da aus, das geht irgendwie alles nicht. Ja, es ist halt eben so, wenn ich das Ganze in Frage stelle und wenn ich anfange, was ist denn da und wann wird das was mit dem Ausziehen und so, dass er einerseits dann so reagiert, dass er sagt, dass ich dürfte ihn da nicht unter Druck setzen und er bräuchte Zeit dafür. Und andererseits aber auch wieder, wenn ich dann mit dem Hammer auf den Tisch haue und sage, okay, alles klar, dann ist es jetzt aus und vorbei. Mhm. Dass er dann sagt, ich möchte dich aber nicht verlieren und ich brauche dich zum Leben und dann irgendwie, ich bin ja kein dummes Schulmädchen in dem Sinne, dass ich... Aber wenn du sagst, aus und vorbei, nimmt er dich ja nicht ernst. Ja. Ihr seid ja zusammen, das wenn man sowas mit so einem Wort, muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Ja, ich weiß. Und sehr sorgsam. Wenn man das einmal sagt und sich dann nicht daran hält, verliert man die eigene Glaubwürdigkeit. Mhm. Muss man vorsichtig sein. Ich finde, du hast auf jeden Fall das Recht, dass er dir das erklärt. Du sollst ihn nicht unter Druck setzen. Ja, ja, okay, aber was ist denn da los? Warum sollst du ihn nicht unter Druck setzen? Was ist denn da Schlimmes dran, wenn er aus der gemeinsamen Wohnung der Ex ausziehen soll? Das kann man doch mal auf den Tisch legen und erklären. Ja, also er hat versucht, mir das so zu erklären, oder vielmehr, er hat das in seine Worte zu nehmen, gesagt, er hätte nicht Lust, schon wieder umzuziehen in eine kleinere Wohnung, um dann später nochmal umzuziehen mit mir in eine größere Wohnung. Ach so, der Herr ist bequem. Ja, also ich habe gesagt, ich möchte erstmal, dass er eine eigene Wohnung hat. Ich möchte noch nicht mit ihm zusammenziehen. Ich möchte erstmal erleben, wie er ist, wenn man sich des Öfteren dann trifft. Finde ich völlig richtig. Finde ich genau richtig. Außerdem könntest du dann sagen, okay, dann komme ich dich mal besuchen. Mal gucken, wie jetzt genau. Das hatte ich halt eben vorgeschlagen und er meinte daraufhin, dass ihm das zu anstrengend wäre, jetzt extra da nochmal auszuziehen und der junge Mann muss seinen Hintern hochkriegen. Und ich weiß nicht, ob der ein falsches Spiel mit dir spielt. Vielleicht ist er einfach nur träge, kann ja auch sein. Träge und ein bisschen tranig und feige. Ist alles möglich. Aber auf jeden Fall musst du lass nicht mit dir machen. Käme ich mir klein vor, wenn ich mich in dich hineinversetze. Ja, ganz genau. Das ist auch das Gefühl, was ich oft habe. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Das muss offen sein. Es ist ja auch so, dass ich so mit Freunden und Bekannten da gar nicht drüber sprechen kann, weil das ihn ja dann auch kompromittieren würde. Ja, und jeder wird die Nase rümpfen und denken, was ist denn da los und warum? Und jeder wird ihn in Frage stellen und dann würde ich immer wieder in diesem Verhältnis stehen, dass ich ihn rechtfertigen müsste. Mhm. Also ich finde, Elvira, dass du da was machen musst.
und zieh etwas härtere Seiten auf, aber auch so, dass die glaubwürdig sind. Da musst du, wenn du etwas Hartes sagst, dann musst du dich auch hinterher dran halten. Also durchgreifen dann auch. Ja, das musst du dann auch tun. Wenn du dann wieder dich einsäuseln lässt von ihm, dann denkt er, na, mit der kann ich ja machen. Ja, wenn ich da nicht diese Verlustängste hätte. Ja, da musst du gegen angehen. Mhm. Die sind da und die musst du bekämpfen. Weil das ist kein guter Zustand im Moment. Ja, im Endeffekt ist es ja so, dass ich wirklich überwiegend alleine bin. Mhm. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Mhm. Also ich finde eine Beziehung gerade nach einem Jahr, das müsste eigentlich so sein, dass man sich noch jeden Tag sieht und das Bedürfnis hat. Nach einem Jahr, ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Greift durch, Elvira. Alles Gute. Ja, danke schön, Domian. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Okay. Tschüss. Hier ist die Anne und Anne ist 66 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Anne. Hallo Domian. Schön, dass ich mal wieder durchkomme. Das ist irre. Grüß dich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Anne, ne? Stimmt doch. Ja. Ja. Ob der Stimme? Ja, ich habe nur leider noch eine männliche Stimme und lasse aber auch an der Stimme nichts mehr ändern. Was heißt ich bin noch? Transsexuell. Ach so, du bist transsexuell. Also äußerlich bist du eine Frau. Ja, ich lebe auch als Frau. Du lebst als Frau. Lange, die Stimme ist schwer zu verändern oder gar nicht zu verändern, ne? Wie ist das? Doch, man kann also durch Kurse, also Logopädie und durch eine Operation kann man auch was machen, aber wozu? Ich will viele Dinge in meinem Alter einfach nicht mehr machen. Verstehe ich. Ich lebe seit einigen Jahren öffentlich als Frau und bin so recht zufrieden. Also du hast auch so diese große Operation hinter dir? Nee. Nee, ach so. Nein. Ach so, ich dachte... Das mache ich auch nicht mehr. Ach so. Ja, nicht komplett, nur die Hodenentfernung. Das ist okay, aber mehr nicht. Und das hast du machen lassen? Ja. Ja. Und naja, ich habe eben ein Problem und deswegen Genau, was ist das Thema deines Anrufes? Ja, ich habe ein Angebot, in einem Bordell zu arbeiten. Mhm. Als Female, als Transsexuelle. Und ist ja in meinem Alter recht ungewöhnlich, aber wie gesagt, ich werde immer irgendwo in die Mitte 40 geschätzt. Ja, also ich lebe auch viel mit solchen, also in dieser Altersgruppe zusammen. Ja. Und jetzt habe ich halt so meine Bedenken. Ja. Mache ich das noch gesundheitlich? Ja. Man kann ja doch einiges schnappen und Also du bist 66, ne? Das stimmt. Ja. Definitiv. Und du siehst äußerlich, wenn ich dich jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich denken, das ist eine absolute Frau. Ja, absolut. Absolut. Auch Busen, alles da? Alles da. Ja. Haare, Schminke? Mache ich kaum. Brauche ich nicht, weil ich sehe natürlich so aus. Kurze Frage noch, wie lange lebst du schon so? Seit mit Sicherheit jetzt 8 Jahren. Ach, dann auch noch nicht so lange. Nee, so ich habe erst spät angefangen. Ja. Ich war also irgendwann mal, ja, wie soll man sagen, Aussteiger. Ja. Mal selbstständig gewesen und eine Riesenpleite hingelegt und dann hat mich, bin ich irgendwo in das Milieu halt reingekommen. Ja. Ich gehe davon aus, dass du auch früher dann ein ganz normales Hetero-Mann-Leben hinter dir. Absolut. Auch mit Frau und Kindern und sowas? Mit Frau und Kindern und allen drum und dran. Und was sagen die jetzt zur neuen Mama? Die Kinder haben sich irgendwie an mich gewöhnt. Ja. Die sind ja auch jetzt mittlerweile so Mitte 20. Ja. Die kennen mich so und es ist akzeptiert. Und deine Ex-Frau, hast du mit der Kontakt noch? Auch nach wie vor, das bleibt ja durch die Kinder nicht aus. Ja. Und ja, mein Gott, gut ist der Kontakt eh nicht, weil die Ehe war auch nicht gut. Keine Probleme mehr. Ja. Wann hast du dir die Hoden entfernen lassen? Das ist jetzt 4 Jahre her. Stelle ich mir so... Das ist nichts Schlimmes, weißt du. Doch, stelle ich mir als dramatischen Schritt vor. Aber wenn ich es mir vorstelle, ist es klar, dass es ein dramatischer Schritt ist. Aber in deiner Situation war es wahrscheinlich vielleicht sogar eine Erleichterung, oder? Ja, es war auch zwingend notwendig medizinisch, weil ich die Hormontherapie, die ja unbedingt erforderlich ist, einfach nicht hundertprozentig vertragen hatte. Da gibt es irgendeine genetische Abweichung mit einem relativ hohen Blutgerinnungsfaktor, also thrombosemäßig. Ja. Und deswegen konnte ich also diese normale Therapie so nicht durchziehen. Und da war das eben medizinisch angezeigt. Ja. Was wäre passiert, wenn die Hoden geblieben wären?
ja, ich hatte meine Thrombose und lag also... Ach so, Thrombose, ach, das war ja, das. Mhm, ja, ja. Ja. Das heißt aber, wenn du jetzt keine Hoden mehr hast, aber auch nicht operiert wurdest, du kannst doch eigentlich keine klassische Sexualität mehr erleben, ne? Doch. Doch? Doch. Kannst du einen Orgasmus erleben? Ja, aber selbstverständlich. So, wie du ihn früher erlebt hast? Ja, das hat nichts mit den Hoden zu tun. Hast du eine Erektion auch noch? Ja, selbstverständlich. Das auch? Ja. Aha. Und, also, nee, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ne? So, jetzt aber zu dem Hauptthema. Hauptthema ist Angebot, in einem Bordell zu arbeiten. Ja. Ist natürlich ein krasses Angebot. Das ist ein krasses Angebot. Ich habe durch eine Bekannte, die arbeitet dort, im Internet haben wir uns kennengelernt und sie hat mir den Vorschlag gemacht und ich habe dann heute auch mit der Geschäftsführung ausgemacht, dass ich entweder nächste Woche anfange oder übernächste Woche. Ach so, so weit ist es dann doch schon. Ja, ja. Aber du bist so ein bisschen unentschieden noch, oder? Es ist komisch, ich möchte es kennenlernen. Mhm. Wie sieht denn deine Sexualität so überhaupt aus im Moment oder seit einigen Jahren? Hast du einen Freund oder eine Freundin? Ich habe Freundinnen. Das heißt, du bist eine lesbische Frau? Ja. Eine lesbische. Das ist aber sehr häufig vertreten. Ja, ja, ich weiß, ja. Ja. Mhm. Ja. Und du würdest dann aber da in dem Bordell dich mit Jungs, mit Männern abgeben? Ja, das, was kommt halt. Das, was kommt. Ja, wie es halt so ist. Ne? Ja. Und ich meine, privat kenne ich sehr vieles, habe da auch schon einige Gangbangs mitgemacht und nee, das ist kein Thema, da habe ich keine Berührungsängste. Ja. Es ist halt nur in meinem Alter, ja, mein Gott, es gibt Hepatitis und diese ganzen Dinge, das ist ja doch irgendwo ein Risiko. Na gut, ich gehe davon aus, dass das natürlich alles nur mit Schutz passiert. Ja, logisch. Logisch. Ja. Dennoch kann man sich was holen. Ja, naja, es gibt viele Sachen, die man sich holen kann. Oralverkehr und diese ganzen Dinge, das wird ja auch verlangt. Ja. Auch nur mit Gummi, wenn. Ja, sicher. Ja. Ich habe eben diese Erfahrung noch nicht. Das ist mein Problem. Ja, also die Grundfrage ist ja immer für alle Frauen, Menschen, Männer, die in diesen Beruf oder in diesen Job gehen wollen, kriegen die das für sich innerlich auf die Reihe? Wenn die das finde ich eben die absolute Grundfrage. Ich habe ja schon mit Huren gesprochen, die gesagt haben, ist überhaupt kein Problem, ist mein Job und das finde ich okay. Und das, ich finde, das muss man dann auch akzeptieren. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich habe auch schon mit Mädels gesprochen oder mit vielen gesprochen, die daran sehr, sehr, sehr zugrunde gegangen sind. Und nee, ich glaube nicht, dass mir das passiert. Ja, da bist du schon zu reif und zu erfahren für. Ja, ja. Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hättest, würdest du sofort aufhören. Ja, ne? So ist es. Das habe ich auch so vor. Mhm. Ich möchte einfach mal 14 Tage arbeiten, mal gucken, wie das ist, ob es mir Spaß macht oder nicht. Und ja. Was glaubst du, könnte dich daran reizen? Spaß an der Sache und das Geld auch. Ja. Ich meine, ist ja nicht ohne. Gell? Was hat man dir angeboten? Das ist nichts Festes. Das ist halt, Also pro Nummer? Das hängt davon ab, was man macht. Okay, nehmen wir mal so das mittlere Paket. Ja, nur irgendwo in der Größenordnung zwischen, ja, das die einfachste Version ist halt, Blasen und so weiter. Ja. Irgendwo um die 50 rum ja. Und dann, ich mache ja auch ein bisschen Domina-Sachen und so. Ach so. Das geht so in die Größenordnung 100 bis 150. Und wie viel Prozent musst du dann abgeben an den Club oder an deinen Arbeitgeber, Auftraggeber? Das ist auf der Basis, dass man ein Zimmer hat und kostet 130 mit Kontaktraum und pro Tag. Und Ach so, man zahlt dann das Zimmer und damit ist es dann abgegolten. Den Rest kann man dann für sich behalten. Nee, und dann muss man noch halbe machen. Ach, dann auch noch halbe. Ja, ja. Oh, ja, ja. Aber dafür ist das ein recht gutes Haus mit einem Tagesumsatz, also Besucherumsatz von circa 800 Leuten. Also ja. Schon was Größeres. Wenn du eigentlich nicht auf Männer stehst, so habe ich es gerade verstanden. Ja. Ist es dir dann nicht ekelhaft, mit Kerlen Sex zu haben? Nee. Die Frage ist ja berechtigt. Ja, sicher. Ja? Nee, nur privat habe ich eben keinerlei Interesse. Ja, vielleicht ist das sogar noch geschickter, weil du dann ganz klar trennen kannst zwischen privat und... Ja. Aber nochmal die Frage mit dem Privat. Hast du eine Beziehung im Moment?
Im Moment nicht. Nein. Ich habe zwar immer wieder gute Kontakte zu Frauen und auch zu Männern, das ist kein Thema. Das habe ich aber ausprobiert, weil die wollen dann alle irgendwo ja zu mir ziehen und dann Hotel Mama und das brauche ich nicht. Und mit Frauen ist halt so, da passieren auch immer engere Bindungen und das möchte ich auch irgendwie nicht. Ich möchte ja noch lieber solo bleiben. Das ist ja dann für Frauen auch kurios, sage ich mal so, sich mit wenn sich eine Frau in dich verliebt. Ja. Äußerlich bist du eine Frau, wenn du nackt bist, hast du deinen Penis. Ja, auch noch, wir haben keine Probleme. Hab keine Probleme? Nö, kann ich nicht sagen. Es ist halt, ja, wie soll ich das erklären, ein bisschen... Ja, ich habe Angst davor, wenn die Bindung härter wird, also enger wird. Ja. Und das passiert. Ja. Ja. Weil ich bin schon irgendwo ein kurioser Mensch. Ja. Und ja. Lass uns nochmal auf das Geld zu sprechen kommen. Ist das, hast du es dringend nötig? Nee, das wäre so ein Alter, du wirst lachen, ich habe eine ganz normale Rente. Ja, eben. Ja, das wäre dann so ein Zubrot, was du da verdienen würdest. Ja. Ich finde das absolut irre, dass die einen 66-jährigen Mann bzw. Frau ansprechen, doch zu arbeiten. Ja. Aber es scheint dann doch auch so einen Markt zu geben, ne? Es ist also für transsexuelle Menschen ist ein Markt da. Ja. Es ist also ein interessanter Markt da. Und es gibt ja gar nicht so viele. Ja, das ist es ja. Es sagen viele, dass sie transsexuell sind und wenn sie schon alleine, wenn sie Damenwäsche anziehen. Ja, und ich glaube auch, dass das eine extreme Minderheit ist von Menschen in Deutschland, die wirklich transsexuell orientiert sind. In Deutschland gibt es, glaube ich, nur 5.000 oder 6.000. Ja, das kann sein, das glaube ich auch, in der Richtung. Also Anne, so wie ich das jetzt einschätze bei dir, hast du dich ja eh innerlich schon dazu entschieden. Und ich finde das auch okay, wenn du das so siehst. Meinst du auch? Ja, warum nicht? Einfach also machen, ich meine, du bist ja in keinem Sklavenvertrag da drin. Ja. Ne, so ist es doch. Du kannst ja jederzeit wieder raus. Ja, selbstverständlich. Ja. Das ist tageweise, also ich habe jetzt mal festgemacht für jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Und das einfach so im Turnus von 14 Tagen. Ja. Okay. Und ja, mal gucken, wie es wird. Weißt du, was ich gerne möchte? Ich möchte gerne mit dir nach meiner Sommerpause nochmal telefonieren. Ende das wäre nett. Ende August, da weißt du schon einiges. Ja. Ne? Ja, wäre nett. Das wird meine Redaktion mit dir noch besprechen, wie wir das machen. Find ich und süß. Dann bin ich sehr interessiert und sehr gespannt, was geworden ist und wie du dich entschieden hast. Das finde ich süß. Übrigens, das Haus ist in Köln. Das ist in Köln. Ach, guck mal an. Ja. Dann sieht man sich vielleicht irgendwo auf der Straße sogar mal. Ja, kann möglich sein. Dann bitte ich aber, dass du mich ansprichst. Ja, das würde mich dann doch sehr freuen. Wenn ich dich so kennen würde auf der Straße, wie es halt so ist. Ja. Man sieht also Leute, die bekannt sind, kennt man doch meistens nicht so. Ja, ach doch, das glaube ich schon. Ja, naja, sicher. So machen wir es, liebe Anne. Ja. Also, wir sprechen uns auf jeden Fall Ende August wieder. Das wäre und ich bin sehr gespannt auf das, was du mir dann erzählen wirst. Okay. Toi, 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 alles Gute. Freue mich, danke. Tschüss. Und weiter geht es mit der Corinna. Und Corinna ist 23 Jahre alt. Ach, die Corinna. Die Corinna ist weg. Dann geht es weiter mit der Petra. Hallo, Petra. Hallo. Hallo, Petra. Wie alt bist du denn? 26. 26. Machst du bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise? Ja, mach ich. Das wäre prima. So, um was geht's denn bei dir? Mein Freund ist gestorben. Mhm. Wann? Am 18. Mai. In diesem Jahr? Mhm. An was ist er gestorben? Überdosis. Heroin? Ja. Mhm. Hat er das bewusst gemacht? Nein, glaube ich nicht. Der hatte zu viel vor noch. Der hatte noch viel vor? Ja. Hm. Wie lange wart ihr denn zusammen? Alles in allem so 6 Jahre ungefähr. Oh, lange Zeit. Mhm. Und wo hat er das gemacht? Bei mir. Bei dir? In der Wohnung, ja. Das heißt, du warst dabei? Ja, ich hab's aber nicht bemerkt. Was heißt das, du hast das nicht bemerkt? Wir sind Mittwochsabend ins Bett gegangen und haben dann noch gesagt, wir bringen den Kleinen Donnerstag zur Schule. Ihr habt ein Kind? Ja. Ja. Und ist nicht sein leiblicher Vater gewesen, aber ja, der angenommen wie sein eigen. Und der Kleine hat auch ihn als Papa gesehen. Achso, das ist dein Kind aus einer anderen Beziehung. Ja, aber für uns war es zusammen unser Sohn. Mhm. Und
ja, Donnerstagmorgen dann um 7:45. Wir haben beide verschlafen, mehr oder weniger. Mhm. Und dann haben wir dem Kleinen gesagt, er soll dann alleine zur Schule gehen. Mhm. Und dann haben wir uns dann mal hingelegt. Und ich bin dann gegen 11:30 ungefähr wach geworden. Mhm. Und habe gesehen, dass er noch am Schlafen war und habe ihn dann auf der Couch auch gelassen. Mhm. Und habe mir gedacht, der Kleine ist noch nicht da, kann er ja eigentlich noch ein bisschen schlafen. Hat er die ganze Nacht auf der Couch verbracht? Nein. Nee, ja, hat er sich dann auch nochmal hingelegt. Ja, mhm. Der muss aufgestanden sein, nachdem der Kleine hier raus war, muss sie Spritze genommen haben. Und dann ist er auf die Couch gegangen. Das heißt, als du dann wach geworden warst und ihn hast dort liegen sehen, ja, da war er bereits verstorben. Da gehe ich von aus, ja. Und wann hast du das bemerkt? Wie viel Zeit ist da noch vergangen? Boah. Der Kleine ist um 10:45 aus der Schule gekommen, hat den versucht zu wecken. Mhm. Und da habe ich erst gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ach. Das heißt, das Kind war auch dabei? Als ja, ich habe den aber, also ich habe meinen Sohn ins Zimmer geschickt. Mhm. Und habe dann sofort einen Krankenwagen angerufen. Also da ging bei dir gleich die... Ja, ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe nicht realisiert oder nicht damit gerechnet, dass er verstorben ist. Ja. Ich habe einfach nur gedacht, er hat irgendwie, weiß ich nicht was, vielleicht hat er keine Luft oder... Mhm. Aber er hat da schon nicht mehr geatmet, so für dich bemerkbar. Ja. Mhm. Wie alt ist eigentlich dein Kind? Mein Kind? 7 Jahre. Ja. Mhm. So, dann kam der Krankenwagen und haben die dann gleich vor Ort den Tod deines Freundes festgestellt? Ja. Mhm. Wir haben den dann von der Couch runter auf den Boden gelegt. Dann haben die noch geguckt und mit dieser Herzmassage. Mhm. Und dann guckte der Arzt mich an und hat mir gesagt, es wäre zu spät. Mhm. Und ich mache mir halt irgendwo Vorwürfe, dass ich nichts gemerkt habe. Wie lange war denn dein Freund schon heroinabhängig? Das weiß ich nicht. Bitte? Das weiß ich nicht. Also das heißt, solange ihr zusammen wart, hat er Heroin genommen? Nee, das glaube ich nicht. Der ist vor 4 Jahren das erste Mal inhaftiert worden, glaube ich. Mhm. Und der muss jetzt im letzten Jahr, muss der damit angefangen haben. Ach, das hast du gar nicht so mitbekommen? Ich habe davon gar nichts gewusst. Ach, du hast gar nichts gewusst davon? Ich wusste, dass der mal Drogen genommen hat, aber das muss haschig gewesen sein oder so. Da haben wir mal drüber gesprochen. Hat man denn dann hinterher oder hast du in der Wohnung eine Spritze oder irgendwas gefunden? Ja, ich habe Spritzen gefunden, Heroin gefunden. Ach, das heißt, du hast überhaupt gar nichts mitbekommen? Nein. Aber dann kannst du dir doch auch keine Vorwürfe machen. Doch, ich hätte das doch merken müssen. Aber er hat das ja offensichtlich sehr, sehr, sehr gut versteckt. Ja, klar, aber trotzdem. Ihr wohnt zusammen in einer Wohnung und wenn du überhaupt nichts gesehen hast, ist dir denn an ihm irgendetwas in der letzten Zeit so aufgefallen? Nee, eigentlich gar nicht. Der ist, wie gesagt, am 11. Mai ist der rausgekommen. Mhm. Und wir haben alle die ganze Nacht durchgequatscht, wir haben also nicht geschlafen. Ach, am 11. Mai rausgekommen, am 18. Mai verstorben. Genau. Und wie lange war er im Knast? Er hat 1,5 Jahre, 2 Jahre. Ah. Aber dann, das entlastet dich ja noch mehr. Das hatte ich gerade gar nicht so schnell berechnet. Aber da war, wie gesagt, wir waren die eine Woche jetzt hier wieder ganz zusammen. Also. Ja, aber ihr hattet doch dann nur 7 Tage Zeit, euch anzunähern. Ja, aber das heißt, Tage. In diesen 7 Tagen kann man doch einen Menschen nicht so durchschauen und blicken, der ist jetzt auf Heroin. Das kann er doch gar nicht. Weißt du, ich hatte gerade verstanden, dass du jetzt schon, dass ihr ganz lange, dass das mit dem Knast länger zurückliegt, mhm, und ihr ganz lange jeden Tag zusammen seid. Ihr wart ja nur 7 Tage in der letzten Zeit zusammen. Ja klar, aber trotzdem, das muss man doch eigentlich merken, wenn da jemand so nimmt. Nein, das muss man nicht merken. Was meinst du, wie geschickt Menschen Heroin- oder Kokainabhängigkeit verbergen können? Das merkst du nicht. Da musst du schon ein super Fachmann sein, bevor du das merkst. Also ich kann ja natürlich deine Trauer, deine Traurigkeit, deinen Schock, ich kann alles verstehen. Aber den Vorwurf musst du dir definitiv nicht machen. Definitiv nicht. Doch, irgendwo schon. Aber Peter, du bist doch keine Fachfrau in Sachen Drogen. Ja, klar, aber trotzdem. Wie willst du denn jemanden, der vielleicht in einer gewissen Menge Heroin nur konsumiert, wie willst du den denn erkennen? Sag's mir mal jetzt. Keine Ahnung. Ja eben, siehste. Irgendwas hätte mir mal auffallen müssen. Ja, aber es waren doch nur 7 Tage. Ja, aber ich kenne den halt so lange und... Ich weiß nicht.
Also man geht davon aus, dass das wirklich eine Ungeschicklichkeit war, dass er es überdosiert hat und dass es kein gezielter Selbsttötungsversuch war. Genau. Mhm. Demzufolge gibt es auch keine Hinterlassenschaft, keinen Brief oder irgend sowas. Nee, gar nicht. Gar nichts, ja. Gar nicht. Das kommt auch noch dazu. Ja, das ist für dich, ich finde es ganz schlimm für dich. Also du hast mein vollstes Mitgefühl. Aber nicht mein Verständnis, was deine Schuldgeschichte anbelangt, um es nochmal zu sagen. Ich weiß nicht. Habt ihr gemeinsame Freunde? Eigentlich nicht. Eigentlich dadurch, nicht. Dadurch, dass er in Haft gewesen ist, sind viele von seinen angeblichen Freunden, die sind gegangen, haben sich nicht mehr gemeldet. Weswegen war er eigentlich in Haft? Das möchte ich nicht sagen, Umgang. Ja, okay, das muss doch nicht sein. Das ist eine alte Sache gewesen. Ja. Der ist aus Bewährung damals rausgekommen und hat dann nochmal eine Körperverletzung begangen und hat dann dadurch einen Bewährungswiderruf bekommen. Ah, ja. Das ist halt eine längere Zeit eben gegangen. Als dann der Tod festgestellt worden war von dem Notarzt, was du gerade erzählt hast, was habt ihr dann gemacht? Ist er dann noch einige Stunden bei euch in der Wohnung geblieben? Ja. Ja, das war der Notarzt, der hier gewesen ist. Der hat den Totenschein nicht ausgestellt und ist abgerückt. Ein Streifenwagen war, glaube ich, schon da. Und in der Zeit ist der Notarzt weggefahren. Und dann lag man heute noch hier im Wohnzimmer. Wo lag er? Auf der Erde? Ja, der Notarzt und ich haben den hier runtergelegt. Und, er lag einfach auf dem Teppich? Ja, Laminat habe ich im Wohnzimmer. Da haben die den dann. Und dann musste der Notarzt nochmal wiederkommen, dadurch, dass er den Totenschein nicht ausgestellt hatte. Und das hat dann alles gedauert. Und mittags um 3:30 war der Leichenbestatter dann, der Wagen hat ihn abgeholt. Das heißt, da waren dann noch fast 4 Stunden nochmal vergangen. Wo war denn dein Kind in diesen 4 Stunden? Den habe ich direkt, als ich den Krankenwagen angerufen habe, unten vor die Haustüre gestellt. Hab dem nur gesagt, dass der Papa Schmerzen hat und ins Krankenhaus muss. Aber der Kleine konnte doch nicht 4 Stunden da stehen. Nein, nein, nein. Den hat dann meine Freundin, die wohnt gegenüber, die hat ihn direkt abgeholt zu sich rüber, dass er nicht alles mitbekommt. Das heißt, du warst dann eine sehr lange Zeit alleine mit deinem toten Freund in der Wohnung? Ja, nicht ganz. Die Kripo war ja hier. Dann hatte ich noch einen Seelsorger hier. Meine Mutter war hier. Hast du denn, du sagst Freundin, du sagst Mutter, sind das denn ein paar Menschen, mit denen du jetzt auch deinen Schmerz teilen kannst und sprechen kannst? Teilweise. Also nicht so ganz? Nein, mit meinen Freunden rede ich gar nicht. Ich versuche zwischendurch mit seinem Vater noch zu sprechen. Mit wem? Mit dem Vater von meinem Freund. Aber du fühlst dich sehr alleine mit deinem Schmerz. Ja, allein kann ich nicht sagen. Aber irgendwo denke ich mir, die kannten meinen Freund eigentlich alle gar nicht. Und von daher bin ich schon alleine. Und dann stelle ich mir schwer für dich vor, dass du vor deinem Kind musst ja dann die Starke spielen, ne? Ja, klar. Und du kannst ja vor dem Kind doch nicht immer zu weinen. Wie geht denn der Kleine damit jetzt um? Ich glaube, mein Sohn, der weiß, dass der Papa tot ist, aber der kriegt das nicht realisiert. Und dadurch, dass der halt immer mal da war und dann wieder in Haft und wieder zurück, stimmt, ja. Denkt er im Moment, ich bin mit dem beim Psychologen, muss ich dazu sagen, also dass der das verarbeiten kann. Ach, du bist mit dem Kind beim Psychologen? Ja, ja, für ihn jetzt, ne? Damit er es verarbeiten kann. Aber da sagst du mir das richtige Stichwort. Ja. Hast du auch dir versucht, einen psychologischen Ansprechpartner zu suchen? Nein. Warum nicht, Peter? Bitte? Warum nicht? Das ist ja die Sache, wo ich sage, ich weiß, wie Ingo war. Ich weiß, was er gedacht hat oder denken würde in bestimmten Situationen. Und wenn ich dann mit einem Psychologen, der kennt mich nicht, der kennt meinen Freund nicht, was soll ich dem erzählen? Wenn ich ihm dann sage, der war so und so. Dem würdest du genauso Sachen erzählen wie mir beispielsweise. Und das hat auch gut geklappt jetzt. Ja. Also Petra, ich finde, das kann man wirklich machen. Und da verletzt man auch nicht eine Loyalität dem Verstorbenen gegenüber, wenn man in so einer Notsituation sich Hilfe sucht.
Ich glaube, die brauchst du wirklich. Weil ich habe die Sorge, dass du zu sehr alles für dich behältst und runterschluckst und gar nicht dich austauschen kannst. Jetzt bin ich ein bisschen in Bredouille, weil die Sendung gleich vorbei ist. Du hörst vielleicht die Musik im Hintergrund. Ja, ein bisschen. Leg du bitte auf und wir rufen dich gleich nach der Sendung nochmal an, okay? Ja, okay. Okay, bis gleich, Petra. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gero Kuntermann. Morgen sind wir, wie gesagt, nicht hier, wegen des Feiertages in NRW, aber wir sehen und hören.